Hi zusammen, ich bin's wieder. Ich habe schon längere Zeit kein FAQ mehr gemacht als von You Ask Christo. Und ich habe mir gedacht, ich mach mal wieder eins. Ich habe euch heute nur in Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Deswegen tue ich heute nur die Instagram-Fragen beantworten. Wenn ihr im nächsten FAQ dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach jetzt schon Fragen für das nächste dann hier unten in die Kommentare rein. Und das nächste wird dann ein YouTube You Ask Me sein. Also dann werde ich nur die Fragen aus YouTube beantworten. Und dann nochmal eins, wo ich nur die Fragen aus Twitter beantworten werde. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt am besten gleich an mit der ersten Frage. Das kannst du mit deiner Zunge deine Nase berühren? Ich werde es mal einfach versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich es kann, aber ich versuche es mal. Nee, so klappt es nicht, aber ich habe eine dicke, fette, dicke, fette, kleine Zunge. Ich versuche es mal anders. Wie gut es anfühlt. Nee, also leider keine Chance, ich bekomm's nicht hin, mir der Zunge in meine Nase zu berühren. Dann die nächste Frage, was ist dein Lieblingskuchen? Ich habe jetzt nicht direkt einen Lieblingskuchen, ich habe eher so eine Lieblingstuchenkorte. Ich habe jetzt nicht direkt so einen Lieblingskuchen, ich habe eher so eine Lieblingskuchentorte. Und zwar bekomme ich die immer zu meinem Geburtstag, die habe ich mal von meiner Mutter ganz früh bekommen, da war ich ganz klein, da war ich 8 oder so. Und das ist eine Zebratorte oder Kuchen, das ist so ein Schokoladenkuchen mit Sahne und so. Und das sieht dann aus wie so, der hat dann so Zebrastreifen halt in der Mitte drin. Und außen sieht aus wie so ein Schokokuchen. Und den liebe ich einfach, also das ist mein so Lieblingskuchentorte, ich weiß nicht, also, ob man das als Torte zählt schon. Ja, auf jeden Fall, das ist so mein Lieblingskuchen-Getorte-Dings. Wo stellst du dich in 10 Jahren vor? Also ich stelle mich in 10 Jahren... Warte, habe ich es richtig? Wo stellst du dich in 10 Jahren vor? Ja, stimmt schon. Also ich stelle mich in 10 Jahren vor, dass ich fertig bin mit meiner Ausbildung, mit allem und dass ich endlich das arbeiten kann und tu, was ich will. Was ich eigentlich immer noch nicht weiß, was ich machen will. Auf jeden Fall, dass ich das halt erreicht habe und dann, dass ich vielleicht schon verheiratet bin, je nachdem, und dass ich eventuell schon Kinder habe, weil ich will ja spätestens mit 25 Kinder bekommen, also dann hätte ich schon Kinder. Und ja, da stelle ich mich einfach in 10 Jahren vor. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wo ihr euch in 10 Jahren seht, das würde mich echt mal interessieren. Deine derzeitigen Lieblings-YouTuber. Also, ich habe jetzt nicht so direkt Lieblings-YouTuber, ich schaue vor allem sehr gerne an, zurzeit Herr Tutorial, Herr Manuel schaue ich sehr gerne an, TV Mix Max, dann schaue ich gerne an die liebe Persik Anchi, ein Gruß an dich dann, und die liebe Kelly aka Mrs. Vlog schaue ich noch sehr gerne an zurzeit und die Lochis, ja, das sind so die, was ich zurzeit sehr gerne anschaue. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gerade sehr gerne anschaut oder wer euer Lieblings-YouTuber ist, würde mich auch mal sehr interessieren, vielleicht bin es ja ich unter dem einen oder anderen, eventuell eher nicht, unwahrscheinlich, aber würde mich mal interessieren, schreibt es mal unten rein. Realistische Einschätzung zu Griechenland bei der WM 2014. Ja, also ich bin der absolute Griechenland-Fan, wenn es ums Fußball geht. Also wenn Deutschland gegen Griechenland spielt, dann bin ich für Griechenland. Sorry. Aber auf jeden Fall, ich schätze mal ein, so nicht unter, sondern so Top 10. Also wir sind unter den Top 10 mit dabei. Nicht ganz oben mit dabei, aber so ab 5 abwärts, schätze ich mal jetzt. Die ist realistisch, oder die Einschätzung? Griechenland an die Macht. Elada, elada. Dann gehst du noch zur Schule. Ja, ich gehe noch zur Schule. Ich mache hier eine Ausbildung und dann habe ich 2 Tage in der Woche Berufsschule. Also gehe ich noch zur Schule. Erkennst du die Profilbilder deiner Fans wieder? Ich erkenne die Profilbilder meiner, meiner Fans. Ich mag den Ausdruck irgendwie nicht. Also ihr seid für mich eher Zuschauer und keine Fans, weil ich bin jetzt nicht so ein Superstar irgendwie. So als wie Justin Bieber oder so. Ich bin ein ganz normaler Junge aus Stuttgart und ich mache halt Videos und deswegen finde ich nicht, dass ich Fans habe, ich habe also nur Zuschauer, aber ich erkenne die Profilbilder wieder von meinen Zuschauern, also wenn jetzt jemand in Twitter oder Instagram das gleiche Profilbild hat, erkenne ich es auf jeden Fall wieder und ja, wenn ihr es ändert, könnt ihr es mir einfach mal schreiben, dass ich mich da wieder ran orientiere, aber sonst erkenne ich euch auf jeden Fall wieder. Eine sehr gute und interessante Frage, wie ich jetzt finde, und zwar, mit welchen YouTubern hast du Kontakt? Also, da kann ich eine Menge aufzählen. Also ich habe zum einen Kontakt zu Jovan. Gruß an dich, Jovan. Ich verlinke euch alle, wo ich jetzt erwähne, unten in den Infos. Also ich habe eigentlich ganz guten Kontakt zu Jovan, dann zu Herr Manuel. Ich war ja mit ihm auch zusammen auf dem Videoday. Kontakt zu ihm habe ich dann. Ein bisschen was zu Like a Wannabe, also wir schreiben auch ab und zu. Dann habe ich noch Kontakt zu TV Mixmax, auf jeden Fall. Also wir schreiben auch
Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe alle zusammen so. Dann habe ich noch eigentlich ganz guten Kontakt mit der lieben Persik, also Angie. Und Benjamin Zeus ab und zu mal was. Ja, Sammy jetzt nicht. Sonst habe ich eigentlich so jetzt keinen Kontakt mehr zu YouTubern. Also das sind so die wichtigsten. Ab und zu noch mit iMaxi schreibe ich und mit Davy. Aber so richtigen Kontakt habe ich jetzt mit den ersten, wo ich aufgezählt habe. Schaut einfach mal unten in die Infos, da findet ihr die ganzen Kanäle verlinkt. Wo wohnst du? Also ich wohne in der Nähe von Stuttgart, wenn es manche von euch nicht wissen. Und das hört man eigentlich auch. Also ich bin öfters auch in Stuttgart anzutreffen. Folgt mir einfach mal auf Twitter und Instagram. Einfach @christografie. Da werdet ihr dann immer auf dem neuesten Stand sein, ob ich jetzt mal wieder in Stuttgart bin oder irgendwo. Ich bin auch oft außerhalb unterwegs, also auch mal in der Nähe von Pforzheim, Karlsruhe und so. Da könnt ihr auch mal gerne... Ludwigsburg vor allem, also folgt mir mal da gerne, dann wisst ihr immer, wo ich bin. Und ja, aus der Nähe von Stuttgart bin ich auf jeden Fall. Was würdest du tun, wenn dich deine Freundin anrufen würde und dir sagt, dass sie schwanger ist? Boah, ich kann es mir gerade irgendwie gar nicht vorstellen, wie das dann so wäre. Ja? Hi Schatz, hi. Was wollte ich mir jetzt sagen? Ja, ich werde nicht sauer sein. Nein, keine Angst, nein. Was? Ich werde nicht sauer sein. Jetzt, was ist los? Sag dir mal. Was? Wie? Wie, du bist schwanger? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Nein. Wie, wir sind schwanger? Jetzt doch noch nicht. Ey, meine Fresse, ich hab doch extra... Alter. Ich hab doch extra gesagt, nimm nicht die linken Kondome, sondern die rechten. Die linken waren doch defekt. Meine Fresse, Alter. Scheiße, ich will nicht schwanger sein. Fuck! Boah, zum Glück war das nur ein Tagtraum. Also, es wäre, glaube ich, schon ein bisschen creepy, aber ich würde mich auch freuen. Seit wann bist du mit deiner Freundin zusammen? Also, wir sind jetzt schon glückliche 2 Jahre und 10 Monate zusammen. Das sind jetzt, glaube ich, sogar 15 Tage, um genau zu sein. Also, im Januar sind wir drei Jahre zusammen und ja, ich find's perfekt. Du kannst so ein riesen Herz machen, so, I love you, Schatz, ich liebe dich wirklich über alles. Wenn du dich entscheiden müsstest, wer unsterblich mit dir sein sollte, wäre es deine Schwester oder deine Freundin? Hehe, schwere Frage. Wow. Das ist eine extrem schwere Frage. Also, wer sollte mit mir unsterblich sein? Also, ich find's echt extrem schwierig. Also, ich kann mir nur eine Person aussuchen. Meine Schwester ist halt so Familie irgendwie und... Scheiße, ich muss es doch nicht nehmen. Meine Schwester ist halt so Familie und so und meine Freundin, ja, ich weiß nicht halt, das ist irgendwie so eine mit der wichtigsten Person in meinem ganzen Leben geworden, meine Freundin. Also ich könnte es mir echt nicht mehr ohne sie vorstellen, weil wir haben schon so viel miteinander erlebt. Wir kennen uns eigentlich schon so lange und ich finde sie eigentlich echt wichtig. Ich will sie echt nicht mehr missen. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, irgendwie, wenn sie jetzt irgendwie weg wäre oder so. Oder wenn wir... Ja, egal. Also ich finde es echt eine richtig, richtig, richtig schwierige Entscheidung. Ich denke, die kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Ich würde fast lieber sagen, dass die unsterblich sein sollen, die beide. Und dann soll ich lieber irgendwann mal von denen gehen. Weil ich will jetzt nicht so entscheiden unbedingt, wer dann mit mir unsterblich sein sollte. Indirekte Antwort wäre, dann würde ich lieber sterblich sein und die zwei unsterblich, damit ich dann halt irgendwann von denen gehen muss. Dann zur nächsten und zur letzten Frage. Und zwar, wie war deine Grundschulzeit? Und die Frage kommt sogar, einen Augenblick, ich muss mal kurz schauen. Die kommt sogar von meinem Ex-Nebensitzer aus der Grundschule. Enes, ein Gruß an dich raus. Meine Grundschulzeit war echt cool, also ich kann mich jetzt nicht irgendwie beklagen darüber. Ich fand sie einfach cool, wir haben so viele coole Sachen erlebt und ja, vor allem mit Enes und so. War richtig cool auf jeden Fall. Die Grundschulzeit war eigentlich so die beste Zeit in der Schule, finde ich jetzt. Für mich persönlich.
Ja, an alle, die wo jetzt zuschauen, wo mit mir in der Grundschule waren, Grüße an euch raus. Ihr wart echt die Besten und das war echt ganz cool eigentlich. Und ja, wir sollten mal wieder ein Klassentreffen oder sowas machen. Also schreibt mir mal in Facebook oder so, wenn ihr das seht. Und ja, und das war dann auch schon das FAQ, also das You Ask Christo sozusagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich echt freuen. Es hilft mir auch extrem weiter. Und dann sehe ich halt, ob euch solche Sachen gefallen und so. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die jetzt schon unten in die Kommentare rein. Oder folgt mir gerne auf Twitter und Instagram. Einfach @christographie. Da könnt ihr mir auch Fragen und sowas posten. Die kann ich dann auch so direkt beantworten. Oder auch mal in dem FAQ. Oder You Ask Christo, besser gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ja, danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao. Ciao.